Servus, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Visage mit dem Voucher und mit unserem Alderle. Aktuell noch hier im Rätselraum, Leute, aber wir gehen jetzt nach oben wieder. Wir schauen uns jetzt erstmal weiter um. Ich kann mir hier keinen Reim drauf machen auf die Bilder, welche Bilder da hinten hingehören. Wir müssen mal ein bisschen schauen, ob wir noch neue Informationen oder neue Hinweise vielleicht finden werden. Oben hatten wir noch einen zweiten Rätselraum mit diesen Tellern. Ihr erinnert euch, wo wir die Fenster aufschieben konnten. Auch da müssen wir wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hin. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nochmal durchs Haus, gucken, dass wir die Zahlenkombination erwischen. Bei der Oma, ihr erinnert euch, wo wir das Band angehört haben. Dann schreibe ich mir die Zahlen raus. Wir müssen natürlich gucken, dass wir in Bewegung bleiben, weil die Omi kommt nämlich, wenn sie jetzt zu lang dauert. Und dann würde ich schauen, ob wir noch den ein oder anderen Spiegel vielleicht finden. Möglicherweise kriegen wir es ja auch hin, dass wir unten in den Keller kommen. Ihr erinnert euch, wo damals der Abspann war in der ersten Folge, ne? Ihr erinnert euch, wo die Lucy getanzt hat. Vielleicht kommen wir da heute nochmal hin. Jetzt pass auf, ich muss mal kurz überlegen, wo war denn der. Da ist auch ein Spiegel, Leute. Sollen wir erstmal. Ne, da waren wir ja, da sind wir gerade rausgekommen. Junge, Junge. Ich bin natürlich schon wieder voll drin. So, machen wir hier zu. Machen wir hier zu. Es ist auf jeden Fall von den Mechaniken her schon eine ganz andere Nummer jetzt, wenn man hier so einen Hammer in der Hand halten kann und so weiter. Atemgeräusche. Letztes Mal, als ich hier reingelaufen bin, hat mich so mal erwischt, ne? Ja, ich laufe weiter. Ich laufe weiter. Da ist ein Spiegel. War man in dem schon drin? Aus dem kamen wir auch schon raus. Und ich glaube, da war auch das Schlafzimmer von der Oma. Atemgeräusche. Vielleicht ist das ja aber auch ein Hinweis, dass ich hier nicht unbedingt hin soll. Oh, jetzt steht da auch immer Atemgeräusche. Das war ja vorher auch nicht. Waren wir hier schon, Leute? Stimmt, da sind wir runtergefallen. Und hier? Und jemand hat gesagt, im Bad oben war noch eine Dings, ne? Da will ich dann nochmal hin ins Badezimmer, Leute. Da war noch ein Feuerzeug, hat man mir gesagt. Hier komme ich ja nicht mehr hoch, ne? Ne. Und die Atemgeräusche, die will ich jetzt auch nicht. Wir gehen hier wieder raus. Scheiß doch drauf, wer will denn hier schon sein? So. Nimm, 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 nimm. Hier, guck mal die vielen Bilder, Leute. Das sind alles dieselben Bilder. Vielleicht können wir uns hier was abgucken, ne? Das sind alles dieselben Bilder mit so einem weißen Schleier links. Halbes Gesicht, ne? Merken wir uns mal. Boah, ich weiß nicht mehr. Ich laufe jetzt hier einfach mal überall noch hin. Hier geht es dann wieder in die Garage. Hier geht es in unseren Raum. Ab und zu hat unser Raum ja auch mal was Neues gebracht. Ich gehe nochmal reingucken. Hier ist ein Spiegel. Und das Bild ist runtergefallen. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Komm, ich hau mal hier dagegen. Du musst mit beiden Händen. Wie habe ich denn das bewerkstelligt, dass er beide Hände nimmt? Links halten und untersuchen. Du musst mit beiden Händen greifen. Jetzt habe ich beide Hände, Leute. Tatsächlich, Alterle. Was ist das Krankes? Guck mal, das sieht aus wie ein Baby mit einer Nabelschnur. Die Nabelschnur ist mir aber nicht so geheuer. Vermeide es, so lange im Dunkeln zu stehen. Glühbirnen hätte ich, aber mit denen kann ich. Da sieht es auch so aus, als ob man da was sehen kann. Guck mal. Da war jetzt gerade das Geräusch von einem Schalter. Ich gehe mal ins Baby. Interagieren. Das Baby hält eine Kugel in der Hand. Möchtest du die haben? Ey, Baby, will ich die Kugel? Ich sag jetzt mal ja. Glaskugel, es scheint etwas drinne zu sein. Ich lager die mal. Baby, bist du mir jetzt sauer, dass ich dir die Kugel weggenommen habe? Ich hoffe es nicht. Oh, ist das krass. Jetzt heult's. Leute, ist das krass. Und ein bisschen krank auch, ne? Baby, ich kann dir die Kugel nicht mehr geben. Ich probier's mal. Ne, ne, alles, was hier drin ist, muss man in irgendeiner Form verwenden. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, wo. Komm, wir lassen es mal. Hau nicht mit dem Hammer drauf jetzt, ne? Wer weiß, ob es nicht ein gutes Baby wird. Da ist doch auch irgendwas hier, oder? Alter, ist der Raben krank, Leute. Ich gehe wieder raus. Ich habe dem Baby jetzt eine Kugel weggenommen.
So, hier ist nichts, ne? Das haben wir alles schon gehabt. Oh, es wird immer krasser. Baby und eine Kugel. Merken wir uns jetzt mal. Vielleicht müssen wir da nochmal hin, Leute. Wo ging es denn hier hin? Ich habe gerade gedacht. Richtig, hier ging es runter in den Keller. Gehen wir mal. Junge, ist das krass alles. Hier sehe ich nichts. Jetzt erinnere ich mich gerade an was, Leute. Im Keller unten, wo wir die Kamera gefunden haben, da gab es einen Raum mit einer Lüftungsklappe. Hört ihr auch das Schmatzen? Oh, es ist eklig. Da stimmt auch irgendwas nicht, glaube ich. Jetzt gehen wir da hinten mal durch. Seid ihr da? Muss ich mal gucken, ob ihr da seid. Ah, hier geht's wieder hoch. Wie komme ich denn da hin? Durch die Küche, glaube ich, gell? Ich muss aber erst ins Bad mit euch. Ist das ein neuer Spiegel oder haben wir den schon? Was war denn hier? Das war die Geschichte, ne? Ach, unser Hirn ist schon wieder da. Wisst ihr, was es bedeutet? Dass Omala jetzt gleich kommt. Hier gehen wir mal hin. Das war der Waschraum. Den kannst du von mir aus zumachen. Da will kein Mensch hin. Ins Bad. Ich hole jetzt das Feuerzeug. Ich komme bestimmt gleich, Leute. Hier sind überall die Spiegel, die wir schon haben. Badschublade, Feuerzeug, ne? Nee. Hä? Leute, wo war das? Wo haben wir das gesehen? Kannst du hier eigentlich dagegen hauen? Ah, den kann man aufmachen. Vielleicht kriege ich Tabletten. Das Schmerzen wird immer schlimmer. Hier ist nichts drin, ne, für uns. Ich muss hier gucken. Oh, das ist schon eine unheimliche... Nimm mal den Hammer in die linke Hand. Wie hast du denn das gemacht? So. Die kommt bestimmt gleich, Leute, die Oma. Da ist... Ist das ein Feuerzeug hier? Nee. Ich find's nicht mehr. Scheiße, Omi! Mach nicht so rum, Alter. Echt jetzt? Junge, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab sie die ganze Zeit geahnt. Da ist sie. Nicht so Gänsehaut hier bei dem Scheiß. Hä, ja, wir brauchen Tabletten. Letzte automatische Speicherung laden. Ah, wir haben ja ein bisschen was entdeckt. Das ist ja nicht so. Wir haben den Babyraum entdeckt. Ich nehme an, dass wir da jetzt starten müssen. Also, wo im Bad waren das Feuerzeug? Ich weiß es nicht mehr. Junge, Junge. Hauptsächlich Junge. Habe ich die Kugel vom Baby? Ja. Ich wüsste jetzt hier nicht, was ich hier machen soll. Ich habe zu lange gebraucht, ne? Das Omale wird immer schräg, wenn es zu lang dauert. Ist hier ein Schalter oder so? Ne, ne? Hier ist der Altar, die Geschichte. Dann haben wir hier die Sachen. Ich mache den Schrank mal nochmal auf. Nicht draufhauen. Den kann man nicht aufmachen gerade. Es sei denn, du musst es vielleicht so. Ne, geht nicht. Oder war die stinkig, weil ich ins Badezimmer bin? Aber sie haben ja geschrieben, ne? Visage ist ein Spiel, bei dem man auch Geduld braucht. Ach komm, lass den Keller zu. Lass mal den Keller jetzt zu. Da gehen wir jetzt gar nicht hin. Ich gehe jetzt immer weiter, wenn ich das Geräusch höre. Geh da rein. Es wird krasser, gell? Was ist denn jetzt los? Mal, dass die hinter uns ist schon wieder. Hier geht's ja nirgends hin, oder? Das hat aufgehört. Ist da irgendwas zu sehen, Nene? Boah, Leute. Hört sich so an, aber als ob wir nochmal zum Baby müssen, ne?
Den Spiegel. Ich gehe jetzt nochmal überall durch. Ist halt ab und zu so eine Rennerei, ne? So, hier war der Rätselraum mit der Uhr, der sich mir noch nicht ergibt. Ich sehe auch kein Dings überm Raum. Hier sieht es auch seltsam aus, ne? Aber ich glaube, der Hammer ist wirklich nur für Spiegel. Hier hätte ich ja gerne mal Licht gemacht. Da bräuchten wir aber ein Feuerzeug, ne? Okay, jetzt waren wir hier auch nochmal drin. Hinten waren wir drin. Hier, guck mal. Ich glaube, wir müssen da rein. Was geht denn hier ab? Schluchzer. Boah, Leute. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich da hin soll. Hier ist nichts zu tun, ne? Jetzt ist es weg. Jetzt bin ich hinten dran. Man sieht hier aber auch nichts. Was hat das gesollt, Alterle? Was hat das bitte gesollt gerade? Gibt es noch mehr solcher Hinweise? Bin ich jetzt erschrocken? Das ist ja voll übel, das Geräusch. Kalender? Hier habe ich alles aufstehen lassen, aber absichtlich, ne? Die Türe ist barrikadiert. Wir müssen irgendwas haben wir übersehen, bestimmt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Rätsel jetzt schon zu lösen wären. Weiter geht's. Wir finden da schon. Wann war man hier das letzte Mal drin, Leute? Gehen wir einfach nur mal gucken. Wo könnte man die Kugel hinmachen? Ich habe keine Ahnung, gell? So. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir wieder in unseren Rätselraum, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass wir hier rein müssen gerade. Vielleicht muss ich die Kugel in unseren Raum bringen. Als Trophäe. Was haben wir gesagt? Welches Bild? Das hier war es, ne? Dieses Bild haben wir überall gesehen. Ich hänge es mal in die Mitte. Ist das nochmal irgendwo hier? Das ist das ganze Gesicht. Das auch. Nö, ne? Das ist nicht nochmal hier. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das... Nee, das passt ja, das passt so nicht. Das passt so nicht. Ich glaube, das ergibt sich irgendwann. Okay, geh mal raus. Ich guck mal, ob ich die Kugel wegbringen kann vielleicht. Wir müssen jetzt nur damit rechnen, dass Oma gleich wieder kommt, weil ich schon wieder Ewigkeiten hier rumlaufe gefühlt. Leute, was haben wir übersehen? Rätsel über Rätsel. Und das alles immer in so einem gewissen Schock, den man aushalten muss. Wie kam denn ich damals runter in den Keller? Ihr wisst schon, da wo man nicht den Fernseher ausmachen darf. Ich gucke hier nochmal. Nee, es ist nur schwarze Tinte an dem Becher, oder? Ja, komm, lass den los. Jetzt habe ich den Hammer, glaube ich, fallen lassen, Leute. Den nehmen wir wieder mit, auch wenn er nicht wirklich was kann. Okay. Hier ist zu, da braucht man nicht weiterschauen. Was war hier eigentlich? Die Klemmte, ne? Hier kann ich auch nichts machen. Und da kommen wir wieder raus. Und hinten dran sind wir wieder in dem Raum. Wir müssen runter irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie es runterging. Das war die Geschichte, klar. Das war die Geschichte, klar. Hier kommen wir auch nirgends hin. Junge, ich habe so andauernde Gänsehaut. Das ist der Hammer. Was waren eigentlich... Ne, da kommen wir wieder in den Raum. Ne? Also das können wir... Was waren da hinten dran, Leute? Was waren hier? Er macht irgendwas automatisch. Okay.
guck mal, wie ich auf einmal rennen kann. Ja, Alterle. Speedy Gonzales. Ey, dass da eine Tür war, das habe ich gar nicht mehr gewusst. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wären wir jetzt auf dem richtigen Weg. Es könnte der nächste Speicherpunkt sein. Interagieren. Er macht das jetzt selber hier mit den Türen. Jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Da ist links ein Spiegel. Sollen wir mal gucken, ob die Kamera da ist? Ne, die ist nicht da. Eine Glühbirne hätte ich hier im Angebot. Ich gucke natürlich wie immer todesmutig in den Gefrierer. Oh Gott, du kannst den gar nicht richtig aufbauen. Der Hammer stört, ne? So, ich muss rudern. Ne, der ist leer. Gott. Ne, da hinten ist so eine Droschka. Droschka. Schade, dass die vom ersten Spielstand nicht mehr da sind, ne? Okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo ich... Hier haben wir das letzte Mal, ne? Da war doch dieses... Wir gucken. Da steht der Schemel noch. Ich kletter drauf, Leute. Early Access. Ich bin sogar ein bisschen erleichtert, dass wir da heute nichts machen können. Und hier war Lucys Zimmer, ne? Da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Dann bleibt uns der Spiegel. Den mache ich aber zum Schluss. Ich check hier nochmal ab. Read backside. Do not enter here, kids. Kids, if you need something in the electric room, go ask Dad in his office. Wir sollen zum Vater ins Büro gehen. Ah, das ist der Stromraum. Okay. Spiegel, ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Ich suche jetzt mal, ob ich irgendwo... Da ist ein Feuerzeug und eine Kerze. Und noch eine Kerze. Danke. Danke, lieber Gruselgott. Auf dem Grammophon kann man Musik abspielen. Oh, herrlich Licht. Irgendwas Außergewöhnliches hier? Nee. Wir gehen erstmal da vorne gucken, würde ich sagen. Das war der Zettel, ne? Aber den kann ich jetzt nicht anklicken. Noch eine Kerze, aber... Oh, warte mal. Dynamisches Inventar ist voll. Ich nehme die Kerze in die rechte. Leg sie hin. Feuerzeug in die rechte. So, und dann kann ich die nämlich aufnehmen hier. Put the toys back in your blood. Das haben wir alles schon mal irgendwann erlebt, gell? Ich guck mal hier rein. Noch ein Spiegel, Leute. Also spiegeltechnisch sind wir ausgerüstet für die nächsten Male. Storage Room. Auch an den erinnere ich mich noch leicht. Mach mal das Feuerzeug aus. Spar ein bisschen. Dynamische Gegenstände für deine Fortschritte wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Dynamische Gegenstände, die für meine Fortschritte... Habt ihr gesehen, da ist gerade rechts der Hammer gelehnt. Ist wahrscheinlich noch ein kleiner Programmierfehler. Mach mal Licht hier im Storage Room. So, Leute. Ne, das ist die Glühbirne. So, tauscht das mal. Mach das wieder weg. Was machst du denn? Okay, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für einen wie mich. So, jetzt. Was? Der Schalter. Was war da? Da passiert nichts. Der Schalter müssen im Stromraum umgelegt werden. Weißt du was? Wir müssen ins Büro vom Vater. Upstairs, haben die gesagt, gell? Oh, die Uhr. Vielleicht müssen wir uns das merken. Kurz nach 16:30. Noch ein Spiegel. Oh, mir wird's schon wieder ganz gruselig. Fußabdrücke? Du brauchst den Kellerschlüssel. War mir klar, dass das der ist. Oh Leute, jetzt haben wir sau viel zu entdecken. Mein Feuerzeug ist aber aus, ne? Hä?
Hier sind die Schalter rausgerissen. Ein Comic. Okay. Oh, da haben wir irgendwas gefunden. Wie cool. Sonst sehe ich hier nichts außer einen Haufen Flaschen. Die Motorsäge, die würde ich gern. Au, der ist von der Seite abgesperrt, ich erinnere mich. Okay. Wo geht's hier hin? Upstairs geht's hier. Das sind die Stiefel. Oh, das sind gerade viel zu viele Spiegel und Räume, ne? Ich komme gar nicht mehr mit. Okay, ich bin einmal außen rum. Jetzt müssen wir hoch, Leute. Ich will diesen Schlüssel holen für den Stromraum. Aber blöd, ich komme nicht hin. Ja, du kommst nicht hin. Die sind beide geschlossen. Irgendwo eine Luke nach oben. Ich gucke alles durch. Wenn nicht, fangen wir an, die Spiegel hier zu öffnen. Ne, da hinten wollen wir rein. Gott, ich habe so Gänsehaut. An das Schenkelgrat, verstehst du? Hier waren wir noch nicht drin. Ich gehe. Hallo? Hier komme ich hoch. Oh, jetzt hat es kurz gezuckert. Hier ist auch wieder abgeschlossen, aber da ist auch ein Spiegel. Fangen wir mit dem Spiegel an, Leute. Ich bin sehr gespannt, wo der hinführt. Nach draußen. Aber nicht in unserer Welt, ne? Alter, das erste Mal, dass wir draußen sind, ne? Boah, ist das geil. Kann man rutschen? Ob man rutschen kann? Aber probieren es mal. Ja, klar. Wieso wippt jetzt das eine Schaukelpferd? Ne, man kann nicht wirklich rutschen. Kann ich jetzt hier komplett rumlaufen? Erstmal will ich schauen, ob ich da hochkomme. Ist das das? Boah, das Schaukelpferd, Alter. Das macht mich jetzt schon wieder ganz narrisch. Ist das krass. Komm sie hier hoch, guck mal. Nee, komm ich nicht hoch. Krasse Scheiße. Ist der Wahnsinn, oder? Ey, überleg mal. Das sind eigentlich nur zwei Kapitel vom gesamten Spiel, ne? Wer weiß, was da noch alles im Verborgenen gerade ist, was wir noch gar nicht wissen. Ich muss natürlich alles absuchen jetzt, ob ich irgendeinen Hinweis finde auf die Rätsel, die noch offen sind. Hallo? Gott, ist das gut gemacht, das Städtle hier. Komm, wir gehen mal vor die Tür richtig. Ich glaube, hier findet man nichts. Unten flackert es immer so komisch, gell? Ah, ist halt Early Access noch. Wahnsinn, ich bin total durcheinander jetzt eigentlich. Kann das sein, dass das hier eine Map-Begrenzung ist, ne? Wenn das Licht da jetzt gerade kam. Ja, und dann stellt er mich wieder hier hin. Also da kann man nicht runter. Jetzt kann er übrigens auch nicht mehr rennen, der Gute, ne? Das ist jetzt alles, was an Speed da ist. Nur in dem einen Raum konnte er rennen. Ich glaube auch nicht, dass du hier irgendwas machen musst. Ja, da kommt aus Licht. Es bringt dich also jedes Mal hierher wieder zurück. Du
bis zu dem Dingskammer gehen hier. Gehen wir wieder zurück, Leute. Erster Spiegel haben wir aber schon mal ausgecheckt jetzt, ne? Wir müssen auch gucken, dass wir die Zahlenkombi noch rausschreiben. Ich weiß es nämlich nicht mehr wirklich. 53307 oder sowas habe ich im Kopf. Okay, hier kommt da nicht rein. Gott sei Dank, das Ding wäre wahrscheinlich dann voll abgegangen. Okay, wir gehen wieder raus. Beziehungsweise wieder rein ins Haus. Wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen Bock habe. Hallo, Haus. Also, warte mal, was ich noch kurz gucken wollte. Es gibt hier nicht die Möglichkeit für uns, irgendwo durchzukommen, ne? Das ist Beton. Und da hoch kommen wir nicht. Also, wir müssen diesen Stromschlüssel finden. Zumindest ist eine der Aufgaben. Hier kann ich nichts machen. Eine Wasserwaage. Den Hammer kann man nicht nehmen. Hier eine Kerze zu investieren. Warte mal. Okay, mal jetzt hin. Okay, hier müssen wir ja auch noch weiter gucken. Erinnern wir uns an so ein kleines... Boah, da kann man auch runter, Leute. Da gehe ich gleich runter, da will ich jetzt erstmal nicht hin. Dasselbe Haus, ein komplett anderer Grusel eigentlich. Hier, irgendwas Wichtiges für uns. Das ist das Kieferteil vom ersten Kapitel. Ist das wieder ein Spiegel? Da sitzt Omale. Soll mal reingehen. Komm, wir gehen rein, Leute. Es hat gerade gespeichert. Das ist die alte Küche, ne? Das ist das Babyfon. So long, George. Oh, hast du so lange? You know when tea time is, and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. Kann ich nicht nehmen. I know you tire of me. Oh yes. I know you'd have me. Ich weiß, dass du mich sofort verlassen würdest, wenn du eine Gelegenheit dazu hättest. Fine. Da liegt ein Schlüssel. I'm sorry. I'm just tired. Would you be a doll and fetch me some of my special tea? You know where it is. I'll wait here, George. Ich warte hier, George. Leute, meinst du, die macht uns was, wenn ich näher rangehe? Wahrscheinlich schon, gell? Hier komme ich nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Da ist noch ein Tape. Ich hab's eingesagt. Natürlich muss ich hier drauf drücken, ne? Nee. Okay, Omale. Sie wartet hier auf uns. Bis bald, Twain. Die weiß, warum sie lacht. Weil wir sie bald wieder im Gesicht haben werden. Junge, Junge! Ich nehme das Feuerzeug. Auch wenn das wirklich mager ist momentan. Gott, da kriegst du Gänsehaut am Stück. So viele Räume, so viele Spiegel. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Junge, Junge. Ey, Alter, ich bin durchgehend angespannt. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt halt irgendwie... Ein Stück... Den hier haben wir auch noch nicht. Hier ist nichts zu holen. Ich hau auf. Das Geräusch mag ich gar nicht. Hä? Hast du deinen Hammer in der Hand? Ja. Nicht zumachen.
Entweder habe ich den Spiegel schon mal irgendwann gehabt. Weil ich blockiere mich gerade selber hier mit den Türen. So. Nee, aber er macht es auch nicht kaputt. Doch, jetzt. Puh, Leute. Komm, wir machen noch 10 Minuten. Hier komme ich nicht lang. Interagieren. Nicht in die Zwischendecke, oh Alter. Das tut mir gar nicht gut, sowas. Okay, aber ist der Weg nach da vorne, ne? Hier ist wieder ein Feuerzeug. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Aber ich nehme es trotzdem mit. Hä? Bin ich jetzt erschrocken. Oh, jeder nur ein Kreuz. Es war also alles eine Lüge. Hier gibt's genug. Da hinten ist eine Tür. Du brauchst beide Hände, um diese Aktion... Oh, Leute. Ich wollte eigentlich zur Tür. Was sind wir denn jetzt reingestoßen? Ach du je. Alter, es ist der Hammer, oder? Wie sie das gemacht haben. Zack, ist er wieder oben. Eine Tür hier. Jetzt sind es gerade sehr, sehr viele Geheimnisse und Türen, ne? Das ist der Kreuzraum. Okay, da sind wir durch. Weiter geht's. Boah, ob man das alles noch durchblickt? Jetzt sind wir in einem Treppenhaus irgendwie, Leute. Ich bin durchgehend angespannt, ne? Ist das unser Kerzenzimmer? In den Momenten erinnert es mich wirklich so ein bisschen an die groteske Art von Layers 4, ne? Der Zimmer über dem Jesuskreuz. Hier ist die einzigste freie Stelle. Da hinten ist ein Rad, da kann man kurbeln, Leute, geh mal hin. Wie sich's Oma da verabschiedet hat, ne? Wir sehen uns bald. Kannst du da irgendwas bedienen? Nee. Hier vielleicht? Nee. War da gerade Interaktion? Wenn, dann sehe ich nicht wo. Hier. Die Kurbel fehlt. Ist das eine Kurbel? Nee, ist ein Schlüssel, ne? Mit dem Haken können wir auch nichts machen. Also muss irgendwo eine Kurbel sein, Leute. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, warte mal. Da geht's runter, ne? Und springen kann er nicht. Kannst du hier runterfliegen? Nee. Hier kommen wir nicht drüber, da bräuchte man dann wiederum ein Brett oder irgendwas. Okay, eine Kurbel für hier. Ein Brett für dort. Kannst du deinen Hammer hier reinmachen? Nee. Pass mal auf. Ich hau mal die Birne raus. Du kannst keine Zweihandgegenstände, was? Lagern. Also kann ich nur ablegen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, Leute. Also hier kommt man nicht drüber. Definitiv nicht. Und es ist keine Interaktion möglich, ne? Jetzt bin ich reingeflogen. Jetzt sind wir wieder im Kreuzraum, ne? Und da kann ich auch nichts machen. Eine Kurbel sehe ich keine. Jetzt sind wir wieder im Kreuzraum, Leute. Die Tür kennen wir. War hier vielleicht irgendwo die Kurbel? Ich weiß es nicht.
Geh nochmal kurz rein. Nicht, dass es irgendwo plötzlich auch noch rechts oder links ging. Jetzt sind wir wieder runtergeflogen, ne? Alter, ist das gut, aber... Ich brauche mein Feuerzeug in der rechten Hand. Pass mal auf. Ich leg den rüber. Feuerzeug in die rechte. Junge, Junge, wir haben doch so viele Spiegel jetzt, die wir erkunden müssen. Macht mir sogar ein bisschen Furcht hier, dass ich dann über die Übersicht verliere, ne? Gut, aber ich nehme an, dass es früher oder später sich zusammenfügt alles, ne? Hier sehe ich keine Kurbel, hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Feuerzeug aus. Nochmal hier hoch. Okay, Leute. Wahnsinn. Ja, da dringt halt Wasser ein. Hier, das Brett. Kann ich das nehmen? Nee. Ich bin gespannt, wo uns das alles noch hinführt. Und dann waren wir in diesem Zimmer. Klar, Kurbel können wir nicht bedienen. Haben wir gelernt. Da ist die Glühbirne, die ich rausgeschmissen habe. Und hier fliegen wir praktisch wieder zurück, ne? Gut. Dann wissen wir Bescheid. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Wieder durch die Wand, ne? Ja. Okay, Leute. Ich bin gespannt, aber ich nehme mal an, wenn wir eine Kurbel finden, fällt uns der Raum wieder ein, ne? Das ist mal das eine. Dann haben wir die Babykugel, von der wir noch nicht wirklich wissen, wohin damit. Wir brauchen im Stromraum etwas. Kommst du hier so raus? Nee, ne? Also zurück durch den Spiegel. Brauchst es nicht aufzubewahren. Unser Feuerzeug ist leer. Upstairs, das war ja auch nicht möglich. Vielleicht mittlerweile. Pass mal auf, ich mach mal hier Licht. Nee, hier braucht man nicht weiter gucken. Die Bilder kann man nicht bedienen. Da ist der Punkt hier durch. An das Schränkle komme ich zwar ran, aber es ist nichts drin. Gut, weiter geht's. Jetzt müssen wir irgendwie schauen, wie wir wieder nach oben kommen. Halt. Und die nächsten Spiegel öffnen. Ne? Hier könnte ich auch eine Kerze. Muss aber nicht unbedingt sein. Das war dann das... Oh, oh, Leute, sie kommt. Ja, wir waren wieder zu lang unterwegs für sie. Hier. Oberle, guck, ich hab's aufgemacht. Du brauchst uns jetzt nicht jagen. Nächster Speicherpunkt. Leute, hier machen wir jetzt aus. An der Stelle. Genau an dem Speicherpunkt machen wir dann morgen weiter. Ich freue mich tierisch auf euch. Junge, Junge, durchgehend Gänsehaut, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt, was oben an der Leiter wartet auf uns. Bis dann.